kommen die anderen Girls von ihren Critiques irgendwann mit dazu und dann quatschen halt alle zusammen nochmal. Und heute fand ich es halt voll schade, weil die auch, also es hat sich so ein bisschen, also on TV sieht es aus, als wäre ich so voll anti-Pandora und wäre ich so voll so, I'm gonna come for that bitch. Aber, hey, Naomi, ich weiß nicht, was du meinst. Wir wissen alle, dass du Pandora hast. Not me getting you in trouble, girl. Ich so, ich will nicht mehr in der Competition, aber ich kann trotzdem die Competition Still zerstören. gonna stir the pot, baby. Nein, aber. Girl. Also zu all die Zuschauer, ich habe keine Ahnung, wie sehr Naomi hinter den Rücken von Pandora alles gesagt hat. Erzählt hat. Nein. Nein, I love Pandora. I love her. Sie Stimmt. ist eine Stone Cold Bitch, aber I love her for it. Nein. Ich fand es halt so schade, weil wir halt in der, also in dem Teil, in dem wir alle alleine da saßen, haben wir halt darüber gesprochen, was wir glauben, wer Top und wer Bottom ist. Und wir waren uns bei Pandora tatsächlich nicht sicher, weil wir so waren, so, es könnte von der Construction her mega viel Aufwand, sieht mega gut aus, could be top. Und dann aber so material-wise ist es ja dasselbe wie die Woche davor. Und dann waren wir so, so it could be, also es hätte sein können, dass es so der Downfall ist, so nach dem Motto, du hast dieselben Materialien gemacht wie letzte Woche, deswegen wowt es uns nicht so. Oh, I don't girl. know. Downfall. Me. Downfall. Sorry. Ich kann jetzt gut Merfrog. damit umgehen. Merf. Ja. Nee, aber die ganzen Kommentare zu sehen, wirklich hilft so sehr. Zu sagen, you really didn't deserve this, you are my favorite pork chop from all time. Solche Sachen geben mir so viel Motivation wieder. Und ich hatte so Angst, dass ich das Ja, verliere, weiß. honestly. Aber ich bin jetzt umso motivierter, mehr zu machen und in dieser Stelle jetzt ein bisschen Werbung. Diese Show, Naomi, die wir haben werden, Ich nehme uff, wird vorweg, es es ist geil. nicht die Show, die wir verdienen, but it is the show that we need. So, I'm ready, bitch. Du hast mir schon was davon erzählt. Ich bin all in, girl. Das wird richtig heftig. Wann? 19. In München. 19.10. Leute, in München, im Oberanger Theater. Es wird extrem geil. Der Line-up ist mega geil. Wir haben Earl Grey aus München, aus Passing, das ist das Gleiche. Wir Kelly haben und Kelly Hilton aus Wiesbaden, aus Drag Race. Und die internationale Star Is She Hungry? Hungry von Berlin. Und noch eine Surprise. Aber das Vom verraten wir Konzept euch her ist eine ganz nicht. normale Show oder wie läuft's ab? Oh, das ist auch die Sache. Eine Exactly. Dinner Show. Mich hat eine Three-Course-Meal bedeutet, du isst erstmal die Appetizer, Showblock. Hauptgang, Showblock. Yes. Dessert, Showblock. You better work. Ich liebe dieses Konzept, ohne Scheiß. Yes. Also auch, dass Janisha und du das zusammen macht. Das war richtig intelligent. Also es ist, I love it. Ich würde kommen, aber das nicht mehr. But I hate But you, you so hate me. I ain't going, But bitch. you heard it here first, Leute. Yeah. Naomi I am the hateful queen of the Hasbar. season. Jede Woche bin ich so, I hate her. I hate her. Ich bin mal gespannt, ob nächste Woche was Shadyes von mir Okay. noch drin ist. Because I said some Girl. Oh, Oh, apropos here we go. Shady. I know. Heute ist I Geburtstag know. von Ich habe ihr zum Geburtstag Pippi. gratuliert. Und du sagst es gerade Also, nur, weil gerade die Nachricht ja. in der Gruppe kam, du dumme Sau. Siehst du, Ja. ich hatte Glück, mir hat es durch Zufall jemand anderes erzählt und deswegen habe ich heute schon bei Lele angerufen und habe ihr schon gratuliert. Sie war in Ich hatte sie nicht in Düsseldorf Story gestern gesehen, mit aber ich habe Lorelei schon beim Public gefragt. Viewing. Barbie, komm Ah, nach Hamburg, heißt es. gut. Du sollst nach Hamburg Okay. kommen. Girl, ich muss nach Frankfurt kommen.
Wer macht die Public Viewings in Hamburg und wieso werden True. wir Also ich glaube, es ist angefragt? niemand von uns gefragt worden, nach Hamburg zu kommen. Sind ein bisschen bitter, dass niemand Well, aus maybe Hamburg they're just dabei weren't good ist. enough. Maybe. Oh. I said You what I heard it here. Ich habe said. nichts gesagt. I didn't say nothing. Be Nein, 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 gowns, nein, nein. beautiful Also ich glaube, nur weil gowns. jemand nicht genau oder aus einer Stadt jemand nicht mit dabei ist, heißt es ja nicht, dass das Drag aus der Stadt schlecht ist. Ganz im Gegenteil. Ja, aber mir würde Same. interessieren, nach Hamburg zu gehen. Also mir würde es interessieren, weil ich war Doch, nie da Hamburg und ist jeder redet schön. über Hamburg. Es ist immer Berlin, Ich bin Hamburg. voll gerne in Hamburg. Also ich war zwei, dreimal da. Einmal in Drag? Ja, einmal in Drag und I love it. Warte ganz. Wow, jetzt lässt du mich einfach hängen. Love that. Naja, anyways. Wo war ich stehen geblieben? Auf jeden Fall. Ah, jetzt, sorry. Ich musste die ganzen Messages Musst dein beantworten, which honestly, I will never financially recover From from Drag Race. that. Also aber ich werde That ne, auch shit is expensive. too soon. Too soon, aber Same, too soon, aber nee, ich meine von die, also die liebevolle Message, und ich will jede Nice. Message auch beantworten. Ich will mir Zeit dafür geben, weil ich will wirklich die Leute Danke sagen, weil das bedeutet mir echt viel. Weil ich denke mir, ich werde sowas von vergessen Same. und ich war so Nein, du irrelevant wirst dann für nicht die Staffel. vergessen. Aber immer diese und immer diese schöne Messages, die Leute mir schicken, Ja. geben mir so viel Motivation und so viel Power. Auch ich will wieder machen und das ist schon geil. Ich will wieder eine Performance mal bauen. Ich habe wieder Das ist Motivation und das ist wirklich ein das finde ich gutes tatsächlich die Gefühl. Hauptsache, weil du hörst ja irgendwie oft aus den USA, dass es halt Queens gibt, die nach denen sie irgendwie aus der Show gehen, so krass down sind. Aber das Ding ist halt, also, so, was, also, das habe ich dir auch so schon mal gesagt und das werde ich dir halt auch noch öfter sagen. Nur, also, die Platzierung in dieser Show wird nicht über die Qualität deines Drags irgendwas aussagen. So, it does not at all. Weil, und das haben wir jetzt praktisch das erste Mal gesehen. All it takes is one bad day. Einen Tag, an dem du nicht 125% bist. Und das kann irgendwie genug sein. Aber das Wichtige ist, dass gerade ist dein Moment, so die ganze Liebe, die du bekommst, zu genießen, das aufzusaugen. Und das halt wirklich zu genießen, weil, also, du weißt, ich brauche dir nicht sagen, Bitch, I love you. So, also, dich wirklich von Herzen gern. Wir haben uns in der Ja, Show nicht wirklich, einmal on danke. camera unterhalten. Nur du hinter meinem Well, Rücken wie immer, gell? see you next week. See you next week or too No. soon? Too soon. Warte, tatsächlich, wir sind See diese you Woche. next week, bitch. Literally, see you. See you next week. Oh mein Gott, ich weiß nicht, Ja, dürfen komm wir ruhig, schon komm ruhig. Ich darüber reden? bin immer noch Oder nicht dazu dass gekommen, ich. dass ich Girlies! gepostet habe, dass Lele morgen mit dabei ist. Aber ja, Lele ist morgen mit beim Public View und du kommst danach die Woche. Also, Leute, ich bin in Köln, dann Keine Ahnung, keine Ahnung, war das wann ist 16. das? 16. oder so? Maybe. No, warte. Jetzt ist 12, das kann nicht 16. sein. That. Bitch. Ich habe keine Ahnung, ich kann auch nicht rechnen, muss ich ehrlich sagen. Warte. Warte, gib mir doch. Der 16. kommt hin, heute ist der Ich meine, 13. Heute ist der das lernst du noch in der 13. Schule. Warte, Alles gut, ich das kick kommt jetzt, noch. ich kick jetzt. So, morgen ist der 14. Samstag der 16. Okay, ist später erst. Okay, weiter kann ich nicht, warte mal. 19, 20, 21. 21. Der 21.
Komm schon vorbei. Perfekt. Ich freue mich sehr. Geil. Geil. Ich freue mich. Ich freue mich. Hast du noch Gedanken zur Show, wo du sagst, uff? Ich habe erstmal, ich habe was so emotional in deine Szene mit Barbie Girl. Oh. Weil wir haben jetzt, ich kann mich erinnern, es wird Nein, wir haben darüber abge. Ich gesprochen. denke, nee. Das ist kein Nee. Spoiler. Wir haben darüber Ja, nee. gesprochen. Nee, aber. Also, ich meine, dass. Ich habe es gesehen von. Also ich war ein bisschen hinter beim Machen und ich habe nur gesehen, wie du am Weinen warst. Ich war so, oh, Pipi, was ist passiert? Und das jetzt zu sehen, war auch super heftig, aber. Aber, girl, we did that. We made people cry, Ja, it seems. also. Hat Zelda Was? gerade Ach so, geweint. ja. Wir haben sie gottlos zum Habe ich Weinen gesehen. gebracht. Oh mein Gott. Auch Lele. Schreib mir, du hast mich wieder emotional gemacht gestern in dem Public Viewing. So, I'm sorry, girl, for making you cry. It's not what I wanted. Ich fand das auch so süß, But it's weil what I Lele, du do. siehst es halt auch in der Show. Wenn du noch geschickt wirst, ich fange an zu heulen und die komplette Zeit, Ja, während das. alle vorne sind, so, Can you feel the love to the moon? Und sie steht halt da hinten und ist vollends am Heulen. Aber das war halt auch Oh ein krasser Gott. Moment, weil bis dato ist ja noch nie jemand nach Hause gegangen. Und das heißt, wir wissen ja auch noch nicht, wie das genau abläuft, weißt du? Und deswegen war das von uns halt so, von da hinten Ja. war auch so, krass, die machen das jetzt, die ziehen das jetzt durch. So, dann heißt es Sashay Way und lassen die gehen und die kommt wirklich legit nicht mehr wieder. Oder vielleicht schon. Come on, Come Allstars. on, Folge 5. Na, Spaß. wiederkommen tun wir ja. Nee, oh. Wiederkommen tut jeder von uns. Aber es gibt eine Ja. Sache, es gibt eine Sache, Ja, was das mich war's war. gestört hat. Aber ich denke, und ich denke, du weißt was, ich denke, wir dürfen nicht drüber reden, oder? Warst du letzte Woche in meinem Live? I don't care. I Want to swear, send Debbie ist gerade you mit dem send me Sniper home? in, draußen in mein Haus. Girl, I mean, kann ich cannot send me home anymore. Aber vielleicht, wenn sie jetzt mich heimschicken würde, würden sie vielleicht meine Eine Exit Line Bahnhofsfahrt. Erin, oder? Meine Exit Line Well. Erin. Was hast du denn gesagt? Ich Zeigen. weiß, was du gesagt hast, aber. Girl, shh. Wir hatten Nachbarn. Was that? Also, wir als Queens waren auch so ein bisschen so, Okay. Interesting. Aber ich befürchte, dass halt auch das irgendwie zu der Show mit dazugehört. Am Ende des Tages auch da. Es wird halt wieder, es passiert so viel und es wird halt in so einen kleinen Timeframe reingepresst, dass halt natürlich irgendwie auch Sachen Nummer eins, die halt für den Run der Show, für den Zuschauer gar nicht interessant sind, nicht gezeigt werden, weil was juckt es die, dass wir uns umarmen? Because we did hug you. A lot. Oh, Girl, ja. Ja. Ich sage es auch, das Problem ist, ich weiß, oh, Girl, we're gonna get so much Debbie trouble, hat wenn mir Debbie das sieht. geschrieben, mein letztes Live ist auf YouTube, so. Warte, was? Irgendjemand hat es Dein auf YouTube letztes Live ist hochgeladen, in alle YouTube? Welt. Oh, Well, Girl, this is is your time to shine, you better feel the heat now. gonna Was? Kann man das Hey, machen? Kann man I'm a das screen record. filmen? Don't Was do wir it tun? though, don't do it. Oh, shit, Jesus Christ. Do not do it. Or I Jesus will come for Christ. you. And not in a Do not good do it. Aber das Gute ist, Come on, Naomi, you heard it here first. Oh, Naomi is yeah. gonna come I'm a for single you. Nutella biscuit ready to mingle. Girl, link to her OnlyFans in Maybe her later. bio.
Macht Pandora eigentlich OnlyFans? Do we know that? Also, ich hoffe nicht, weil dann ist unser Huh? Sextape online. Ich hoffe nicht, weil dann ist unser Sextape online. Warte, Alexander, play. Ach so, er hat Alexander statt Alexa geschrieben. Ich habe keine Alexa, die hört da nicht drauf. Play mit on the edit. Immer dasselbe mit diesem Produktionsteam. Was? Aber wir haben gerade Nein. nichts, noch nichts gesagt. Screaming, Also, schreibt okay. jemand all caps. So, meine zwei Lieblings zusammen. O, A. Girl, deine Mama hat auch Meine geschrieben, Ma? Ach ja, so. So, ich Pam dachte jetzt Hancock meine WMA. hat geschrieben, Traumpaar, so in diese Stelle Naomi. Would you marry me? Till the visum do us apart? Blame This woman down here, she's a man. She's a pathologically lying man. Lying Hebrew. Oh, als nächstes Mal willst du mir sagen, dass du Nein, ich Peruse würde bist. nicht heiraten. I would do it. Oh, wow, jetzt kommen die Rumors. Sind Ein Naomi und Pam Item? zusammen? Oder ist es vielleicht doch Naomi und Yvonne? I mean, You're troublesome girl. You're kisses so with troublesome. Rose? Nein, Quatsch. Oder doch? I don't know, girl. We gotta wait for that one. Barbecue will hopefully Shangela back into the competition. You better. You better. You better. I better do. I better Was do. heißt Hermosa? Das kenne ich nicht. I can't. Ah, Es Hermosa is beautiful. Dankeschön, seguro. Geiler das war mir zu. Ja. Name. Girl, ich komme nicht aus einer Kiste, ich komme aus einer Grill-Ding. Aus einem was? Aus dem Grill? Ja, hat gesagt, Barbie Q kommt in der nächsten Staffel Ach aus so, einer okay. Kiste. Da würde mich fahren, wenn so der Grill aufgeht und du so Barbecue statt Halleluja. Hallo, Girl. Jemand hat, also Magda hat mir, Sag kennst mir du was, Magda von ja. Pfeffer? Hat mir etwas von The Doctor Girls, hat Ding gesagt, so dass ich das capitalizen sollte. Getting barbecued. Ab jetzt für die nächste Porches von, okay, nee, von die nächste First Eliminated Queens von Rutgers Germany. You got Also, barbecued, dass man den Girl. Lip-Sync verloren hat, basically. Nee, halt. In die Ah, erste, so, einfach als okay. erstes rausgehen. So, you got barbecued. Ja, hier schön. Warte, ich muss noch ganz kurz hier. Ich habe noch Gummibärchen, ich habe Hunger. Wait. Almost there. Ha. Okay, let's go. Aber, honestly, ich wusste gar nicht, dass Naomi ein böses Mädchen ist. Nee, aber ab und zu leiht Yvonne mir ihr T-Shirt aus, wo drauf steht, böses Mädchen. Gibt's was Schöneres als Naomi mit vollem Mund reden? Girl, das ist auch ein Fetisch. Oh mein Gott, not the ASMR. Naomi's ASMR, Leute. Folgt ihr Ladies and Porkchop Gentlemen. jetzt? Das Chili? Oh, Girl. Porkchop? Victoria Was? Porkchop Parker. Oh, no. Ich habe sie auch nicht Gucken. gefolgt. Aber, ey. Du hast deine Show Ich nach muss sie ihr folgen. benannt Aber und folgst ihr nicht mal. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Eigentlich bin ich bin der Villain. Das ist, ich bin sowas von der Villain. Aber ja, ich schreibe vielleicht so eine nette you Nachricht oder should. so. Danach. Ich schon, weil ich You better meine, get that follow. Porkchop. Yeah. Nicht nur dafür, sondern als Bedankung, dass
dass ich meine, dass es gibt und dass sie bis heutzutage, also 13 oder was, 16 Jahre danach? 13? Boah, 14 Staffel Jahre 60 danach? jetzt, also müssten es technisch gesehen I don't 16 know. Jahre sein. Nicht schlimm, Also. RuPaul kennt auch keine Namen. Love that. Okay. Aber es sind meine liebsten Queen von Drag Definitiv Race. nicht Barbecue. Nein. Hashtag Cancel Naomi. Nein. Hashtag Justice Nein, for aber ich habe was Barbecue. vorbereitet. Denn du wirst ja bei der Reading Challenge nicht anwesend sein. Okay. So, I have made Oh mein Gott, some jetzt kommt's. notes. Das ist sogar Oh das mein richtige Gott. Wort. Warte. Habe ich dich in der Reunion geredet? Nicht, dass ich mich rede. Ah, Girl, Was denn? In der Reunion darf doch jeder reden. Die ganze Zeit so. Nee, das ist eine Reunion gibt, Girl. Das ist Aber eine ich Drag denke, das Race, ist auch Alter. ein bisschen Natürlich gibt es eine weiter auch, ne? Reunion. Es wird auch ein Finale geben. Okay. Mind-blowing. Excuse you, what? Siehst du, wie du die Excuse ganze you, Zeit so. No, 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 don't Naomi. talk about it, don't talk about it. Ich so. They know. Girl. Ich höre schon den Sniper Wen hörst du? draußen. Den Sniper von Debbie. Das ist so, RuPaul ruft gleich an. Und ist so, Girl, one more word and I'm gonna not gonna know your name forever. Nein, den Reach spare ich mir für die Reunion. Für wenn du in Köln bist, nächste Woche. Also du gibst mir meine Ja. Reads Aber nächste du darfst Woche gerne dann. auch welche für mich Du vorbereiten. gibst die Prämisse nicht, die. Ja, ich habe einen für dich. Okay. Vielleicht mache ich nochmal einen zweiten. Ja. Dann reicht es aber auch. I mean, it's a read per episode Girl, situation. ganz ehrlich, es geht nicht um die Quantität, es geht nicht um Quantity, es geht um That do be Quality. true. Und extrem viel Screentime, so mehr Ja, Screentime also ich für sag mal so, Drag Race, die ne? ganze Staffel. Lorelei gewinnt diese Folge und hat gefühlt nicht einmal was gesagt. Which is also objectively true. Also die war extrem wenig zu sehen, diese Folge, obwohl sie gewinnt. Ja, das habe ich mich auch gefragt. Ich meine, du setzt nicht den Mut. Vielleicht damit es Know. eine Ich glaube Überraschung tatsächlich, ist, dass am Ende des kann Tages das wieder sein? dasselbe Situation. So viel passiert. Du musst es irgendwie runtercutten und damit die wichtigen Momente, also diese emotional Momente drin sein können, musst du halt dann auch was anderes auscutten. So, I'm good with it. I don't know. Ich meine, aber ich würde es nicht Yeah, you wissen, just weil ich hatte ja keine walked Reaktion. off. Ja. Ja, und ab dem Moment, wo du von Okay, der Bühne aber runtergegangen ich bist, denke. hat man nur gehört, Fuck all of them. They're all Fuck all of these waiting. mens. Ne, aber ich bin glücklich, dass sie das nicht wirklich alles reingeschnitten haben, als ich in der Workroom war, weil I had a full-on mental breakdown. Full-on crying, mein Make-up went off, meine Wimpern sind runtergefallen, I felt like shit. Aber jetzt, wenn ich das sehe, man, die haben gerade die guten Momente noch reinbekommen, bevor Ich ich. sehe wirklich nicht nett aus beim Heulen. Dementsprechend, I feel you, girl. Aber jetzt, honestly, Girl. kannst du dich noch daran Die. erinnern, was in deinem Kopf abgegangen ist in dem Moment, in dem es dann heißt, it's time for you to lip sync for your life. Die Lichter gehen alle runter. Kannst du dich da noch daran erinnern? Das ist etwas, was ich nicht beschreiben kann mit Wörtern, denke ich. Das ist so surreal, so surreal. Es fühlt sich so heftig einfach. Auch wenn man dahinter mir, uff, this is a lot. This
This is a lot. Und in die Situation zu sein, ist literally the worst case Aber warst scenario. du The da worst schon nightmare. so, okay, ich überlege mir jetzt, was ich wann mache, oder war es wirklich, dass es dich so geschockt hat, dass einfach nur, okay, Game Mode on? Girl. Nee, man muss es auch sagen, ich bedanke mich sehr an Pandora, die mir eine Idee gegeben hat, was sie gemacht hätte, um mich zu helfen. Und das zeigt auch, Was war wie geil die sie für eine Person ist. Weil sie ist, das mit mit dem dem was? Roboter, Ah, okay. dem Roboter, und dann, Meine. ich versuche es, Ja. also den, aber das hat mir Pandora gesagt, weil ich war nicht How vorbereitet, can so you ein not bisschen. be Hat man auch gemerkt, Girl. prepared? Also, weil wir nicht True that. geschlafen Okay. hatten Halt an Stopp. Tag Ich, ja, davor, aber ich habe auch die ganze Bitch. Nacht den Lip-Sync gehört und währenddessen an meiner Nähmaschine. Und ich so, work, Nee, das war literally das schlechteste Abend meines Lebens. Auch weil, wegen was passiert ist. Und ich denke, das können wir nicht mehr. Das können wir nicht reden. Aber you know that thing. Do you remember, was auch passiert ist am Tag Meinst du, dass dir davor, Geld am geklaut Abend? wurde? Bitches, ich denke nicht. Okay, ja, nee. Nein, es ist alles wieder Ich habe aufgetaucht. nichts gesagt und ich hoffe, niemand Thank hört. God. Thank the Lord. Aber ja, weil das war halt auch so ein Ding. Ich war nicht vorbereitet für das und das hat mich so Es war halt aber auch aufgefuckt. eine echt, echt krasse Nacht. Also, ich war selber so überrascht, dass ich das überhaupt auf die Kette gekriegt habe, weil, also für mich selber, ich habe ja wirklich den Tag angefangen und das ist zum Beispiel auch nicht gefragt, kannst du nähen? Und ich so, ich weiß, wie eine Nähmaschine funktioniert. No. Ich habe noch nie genäht. Und sie so, good luck. Und ich habe ja wirklich den Tag angefangen damit, dass ich keine Ahnung hatte, wie eine Nähmaschine funktioniert. Ja, habe so ein paar Sachen Probe gemacht, war dann irgendwann so, weißt du was, ich mache den Bums jetzt einfach. Und habe aber dann tatsächlich, auch weil ich so langsam war, aber dennoch mit Hilfe von Lorelei, von Tessa und von ganz extrem von Yvonne, habe ich die komplette Nacht an diesem Ding gearbeitet. Habe am Ende eine Stunde gehabt, in der ich mich versucht habe hinzulegen zum Schlafen am nächsten Morgen, bevor wir wieder alle aufstehen mussten. Habe eine Stunde gedöst, sofort wieder zurückgefahren. So, und das war ja bei dir genauso. Die einzige, die gepennt hat, war Nikita. Ja, Jemand hat was von Nikita gefragt, I have, warte. ich habe Gedanken dazu. Warte, wie seht ihr eigentlich Nikita? Habt das Gefühl, sie bekommt den Villain-Edit? Berechtigt? Fragezeichen. In Klammern, by the way, I never hate the villains. Rein objektive Frage. That's a good question. Denke, ist es ihm Sie zurückgeben folgt dir sollte. nicht? No. Nein! Und ich weiß nicht warum. Also. Ich denke, ich bin auch die Einzige, die sie nicht folgt. No. So, Girl, whatever did I do to you? Sie folgt mir nicht. I don't No, know. I don't know. that's a lie. Ich hab. Hör auf. Hast du schon mal eine Nachricht mit ihr geschrieben auf Insta? Oh, then she knows. Ja. I don't know, to be honest. Also, ich habe keine Ahnung. Girl, Aber zu, I don't also, know. I don't mein know. Teil zu I don't know either. Nikita, nein, mein Teil vorweg. Ich glaube, bei Drag Race hast du es oft, dass du so ein bisschen in so diese Boxen gepusht wirst. Nummer eins, glaube ich, dass es in unserer Season in vielen Fällen tatsächlich nicht so ist, dass es so diese typischen Boxen gibt. Weil wir, glaube ich, alle, auch vom Verhalten her, eben vor dem, was wir vor der Kamera gezeigt haben, viel diverser irgendwie waren. Weil es gab nicht jemanden, der nur irgendwie total wholesome war. So, aber that being said, nein, ich Fuck muss that ehrlich sagen, ich liebe bitch. Nikita. Sie ist eine shady Cunt, die zu allem eine Meinung hat. Aber, und das muss man ihr auch immer vorhalten, Nikita ist auch ein sehr, sehr ehrlicher Mensch. Wenn die was Kacke an dir findet, geht die halt auch zu dir und sagt dir das ins Gesicht. So, und
Das hat nichts mit Willen oder so zu tun. Sie ist halt sehr opinionated. Und man muss halt auch ehrlich dazu sagen, sie hat halt einfach bis jetzt, auch in dem, was zu sehen war, noch nicht den krassen Moment gehabt, wo man sie besonders emotional erlebt hat. Shadier, als es tatsächlich ist. So. Oh, Nikita warte, guck, was folgt Diska geschrieben nicht. hat. Sie Hi, folgt mir Diska. nicht mehr? She didn't Sie follow me. folgt Also, Ich endete meine gesamte Meinung jetzt. Die let me see. Hure. Nein, ohne Scheiß, aber, but still, ob sie mir folgt oder nicht, für mich, für meinen Teil, ich liebe Nikita. Ich feiere die Alte sehr. So, ich finde diesen super awesome Person. Und es gab auch echt ein paar Momente behind the scenes, wo ich unsicher war über, ob ich da sein sollte oder nicht oder wie auch immer. Und sie mich halt dann echt genommen hat, mir gefühlt so einmal in den Nacken geklatscht hat, ich insecure fühlst, ist nicht hier. Also halt's Maul und mach dein Ding, so, weil du bist hier und hier geht's um dich, also konzentriere dich auf dich. Und das war super sweet und es hat mich voll gerettet in einigen Situationen. So, schauen wir doch mal, was diese Girl, Lebercy. Diska's walking so that we can run. Inspector Diska. Wie lange es gedauert hat bei mir, bis ich Meinen? der Name gecheckt Ach habe. so, Diska. Nein, Diska's Ding. Irgendwann hat es jemand so schnell gesagt, so, Disgusting. Nikita da di da. Da di da da da. So. Also, sie hat 4200 Follower. She is followed. Hä? Die folgt mir. Oh, also Disk ist pretty Stirring the nice. pot. So, wen haben wir da sonst noch? Lorelei Rivers. Kannst den Namen Nee, direkt das geht, glaube ich, starten. beim MacBook nicht. Drag Race Germany folgt sie, das ist schon mal schön. Lele Cocoon, Dani Jovanovic, Barbie Brechreiz, Diane Ich wünschte, Brill. Drag Race Germany würde mich folgen. Aber folgt sie dann Don't Tess und know. Victoria? Ich kann es leider sagen. Bitch. Das Tessa. 19-Jährige. No results found. Oh. No. Aber das verstehe ich. Die Alte hat das einfach noch nicht gecheckt, ganz ehrlich. Die hat am Anfang mussten wir sie ihr erklären, wie man so einen Joint Post annimmt für den ersten Post von Drag Race Germany. Also dementsprechend, das halte ich der nicht vor. Die checkt das wahrscheinlich einfach Süß. nicht. Victoria. Oh, Baby. Nee. Aber ich hab so Nee. gelernt, sie zu lieben. Nee, tatsächlich nicht. Victoria auch nicht. Nee. Nein, aber also ich glaube nicht, dass das irgendwie daran liegt, dass sie irgendjemanden nicht mag oder so, sondern die ist halt einfach eine Alte, die mit dem Internet noch nicht so klarkommt. Nein. Also auch mit Tessa Girl. zum Beispiel ist sie super klargekommen. Dementsprechend, das würde mich wundern, wenn das aus irgendeinem bösen Baby rauskommt, weil I love Nikita. Hallo Nikita Thun. Ich hoffe, die Seiten, wo wir sagen, They're Nikita gonna kommt edit nicht, it. Blame it on the oder we edit. hate Nikita, Blame we it on don't. the edit. So, we hate Girl, Nikita edit. es wird so ein Frankenstein, es wird so ein Frankenstein-Ding sein, wo wir sagen, Ja, das ist ich so. hasse Nikita. Ich denke, sie ist ein Mann. Ich hasse das, du machst es immer. Bei dir ist so jeder dritte Kommentar ist so, die und die ist a man, ist ein Mann. So, oh. Aus, okay. Ja, mach mal aus. Oh wow, okay. Ja. Ah, aus? Du, es gibt, Okay, aber ich muss ehrlich sagen, jetzt ich habe aus. auch, gerade als am Anfang so viele Livestreams waren, ich habe ordentlich mitgescreen-recorded, ne? Also, bitch, I'm keeping receipts, trust and believe. Wenn jemand über mich spricht und ich gebe zu von einem meiner Accounts, I'm gonna. Ich screen record this. Girl. Some do magic, some do harm. Wo ist das Joko? Ich habe nur den Namen gerade Wo, was, wo, gelesen. welcher Ich finde Name? es fantastisch.
Positiv. Some do magic, some do harm. Aber Lukas mit Z kommt rein. Hi, no. Du kannst auch mal bei mir. Naja. Ich meine. Wait. Es gibt schon ein paar andere Queens, die in dir rangekommen sind. Was habe ich gehört? Habe ich gehört, als Kandidatin bei was? All Stars XY versus the World. Würdest du All Stars machen? Gerade nicht, gell, ein fucking Bohr. Aber ich denke, eventually, also in financial 30 Jahren. All of this. Besser als Barbie. Ja. In 30 Jahren, wenn ich fertig bin mit meinem Mortgage, die ich jetzt habe. Ja, also ich bin auch hart pleite, muss ich ehrlich sagen. Also, das stimmt so jetzt auch nicht. Ich habe heute neues Geld bekommen, habe es direkt ausgegeben. Technically bin ich pleite. Falls jemand fragt, Finanzamt, I don't have it. I don't, not here. Oh, fuck. Girl, ich muss gehen. Ich muss leider gehen. Weil meine Cousine ist gekommen, wir gehen spazieren. Got it. You better get the. Es ist meine Cousine. Ich kann es eigentlich. Ich kann es euch zeigen, aber ich muss mich erstmal. Ich muss mich ausziehen. Ich muss mich erstmal Klamotte wechseln. Oder soll ich das jetzt als OnlyFans? Girl, they would love this. Ich esse auch ganz kleine Bananen nebenbei. Ne? Was ist Zeit? aber lass es wieder natürlich machen. Das ist super, super du, ich mach's jetzt jede Woche Mittwoch. Das ist mein messy ass Review of the show. I mean that. Girl, ich hoffe, jetzt können wir aber mehr teilnehmen, weil als ich das halt machen wollte mit dir und Lorelei, yes or no? Now we're gonna do it. Okay, Instagram war so no. Okay, Masi, dann wünsche ich dir heute ganz, ganz viel Spaß. Thank you, dass du da bist. I love you. Okay. Geh jetzt. I love that gun. Fucking love her. Liebe sie. Okay, so. That was that. And this is this. Irgendjemand noch eine Frage? Weil sonst würde ich tatsächlich auch fast gleich schon sagen, ich habe immer noch. Hi, Annabelle. I got shit to do. Liebe euch stark. Also, das muss man auch ehrlich sagen. Ich finde, die Liebe unter uns als Cast, von uns Queens, that's some big, big, big love, ja. Yeah? Auch wenn wir nicht alle mal so mega viel irgendwie miteinander zu tun haben, gerade auch in der letzten Zeit. Gerade bei der Premiere habe ich echt nochmal gemerkt, so, okay, das ist schon nochmal irgendwie ein besonderer Bond. Also im Gegensatz zu den anderen Queens, die mit irgendwie in der Season sind, die nicht in einer von diesen Queens, Hilfe, okay, die nicht mit in einer, aber nur eine, ist schon nochmal ein Unterschied, weil so, also man liebt sich auf eine ganz andere Art und Weise und das ist schon ein bisschen crazy. So, let me read this shit. Super, wir sehen uns morgen. Ja, genau, denn morgen um 19 Uhr. 19 Uhr pünktlich sein, auf der Hennes-Terrasse in Köln schauen wir selbstverständlich die zweite Folge von Drag Race Germany. Es wird selbstverständlich mit dabei sein, ein wunderbarer Special Guest, in diesem Fall Lorelei Rivers. Und danach spielen wir halt richtig tief, so, weil da kann man es nicht aufnehmen und so. Just saying! So, Naomi, hast du mitbekommen, dass Angie vorhin einfach im Live war? Wer ist Angie? Also reden wir von so, who is Angie? Like the OG Angie? Like the Mama? Ist Mayonnaise ein Instrument? Ei. Ist die Frage, ob du reinbläst oder raussaugst. Wenn du reinbläst, ja, raussaugen, nein. Sie kann nicht mehr reden, das war ein Schlaganfall. Naja, habt die Erfahrung zusammen erlebt. Ja, und das Ding ist halt, thank you love, thanks for the eyebrows. It's literally just a quick on and thing.
Angelina Paris, Van Michaels. Ist es schlimm, dass ich die nicht kenne? Was? Fuck. I don't know her. I don't know her. Wait, who is she? Who is she? Who is she? Warte, nein, ich muss das. Nein, warte, ich hab's gleich. Ah, sie hat einen blauen Haken, ich nicht, also bin ich schon mal neidisch. Ah, we love her. Warte, war sie nicht? Doch, sie war doch bei Drag Race US dabei. We stan her. She's a cutie. Oh, she's hot. Okay, 14. Yes. Grüße aus Malle. Kannst du mich bitte nach Malle? The Southwestern Belle of Atlanta, Georgia. Grüße aus Malle an die geilste Drag. Thank you. Wo bleiben dein Haken eigentlich? So, zum Abschluss möchte ich noch eine Sache zeigen, weil die nämlich untergegangen ist im Antakt. Denn im Antakt, bin ich hergegangen und habe ganz klar an der Kamera gezeigt, dass ich dieses Outfit, was ich anhatte, auf jeden Fall genäht habe. So, let me show, weil da sind Nähte dran. Siehst du das? Das ist mit einer richtig guten deutschen Singermaschine hier zusammengenäht. Geil. Ich habe einen Locher benutzt, um einfach diese Dinger da reinzumachen, weil ich habe keinen Reißverschluss reingekriegt. Das hat nicht funktioniert und deswegen musste ich das halt hinten so zusammenbinden. Das sieht man aber zum Glück auf der Mainstage nicht. I love that. Moin. Und es ist actually, warte, jetzt muss ich umdrehen. Es ist actually genäht. Naomi, ich lade dich auf den Urlaub ein. Ich gehe. Siehst du das? Siehst du das? Hä, warte. Hä, ich war halt auch so richtig doof, weil eigentlich kannst du ja ein Kleid auch einfach aus zwei Teilen machen, also Vorderseite, Rückseite. Weil ich aber so Angst hatte, dass es nicht passt, habe ich halt vier draus gemacht. Und deswegen ist es vorne in der Mitte einmal meisterhaft. Oh, es ist meisterhaft zusammengenäht. Guck mal, hör mal. Das ist ja besser als aus jeder Industriemaschine. Wahnsinn. Und an den Seiten ist sogar das PVC zusammengenäht. Toll. Guck mal hier. Wahnsinn. Hör mal. Zack, Nähte. Hier sind auch noch Nähte. Super. Da hat man, also ich habe es versucht umzunähen, weil ich war so, das wird safe irgendwie eine Kritik geben, wenn ich das nicht umnähe obendran. Wenn das einfach nur abgeschnitten ist. Turns out, man hat es nicht gesehen. So, I am fine. Hat mir einfach richtig weh getan, als ich mich auf den Boden geschmissen habe, beim Runway. Und deswegen tut mir nächste Woche fett die Hüfte weh. So, liebe den, diese Armpieces. Ja, das ist tatsächlich, also ist honestly einfach nur dieser Stoff. Ich habe vielleicht das Bügeleisen im Hotel damit zerstört, weil ich das Bügeleisen so ganz kurz immer da drauf gehalten habe. Habe es dann wirklich einfach nur zusammengeknittert und fertig. Und das Geile ist, dann kann man halt das Material sogar an sich selber dran kleben. Deswegen sind diese Armpieces und das Headpiece ist tatsächlich alles an sich selber geklebt. Ich habe mit Aufheizen und dann draufkleben noch so zwei Straps dran gemacht, dass ich es hinten zubinden kann. Und ja, aber das sieht man, glaube ich, auf den Fotos auch, die ich morgen hochlade, nochmal besser. Anyway. Ja. Liebe, den Look mega kreativ. Thank you. Ich muss auch ehrlich sagen, ich bin vor der Bühne gegangen, weil ich war so, also ich hatte eigentlich meine Expectancy war so gewesen, I'm gonna be in the bottom for this one. Und dann über Nacht ist es zwar besser geworden, das Konzept, und ich war so, okay, it's a good concept, es ist ein klares Konzept, man sieht, was ich meine, es ist, the execution is nice. Vielleicht wird es doch was mit dem Safe, aber ich bin halt der festen Überzeugung gewesen, dass ich in the bottom sein werde. Dementsprechend war ich halt so, okay, irgendwas musst du jetzt mit der Presentation machen, dass du nicht in the bottom sein wirst am Ende. Und deswegen habe ich mir so mega viel Mühe gegeben, habe extra vorher allen Bescheid gegeben, dass ich halt
mich da auf den Boden schmeiße, damit bloß keiner irgendwie da eingreift. Aber, puh. Und dann bin ich nämlich. Ja, Lorelei. Nee, Lorelei kam noch, genau. Lorelei kam noch. Ich bin also dann von Manway runter und an Lorelei vorbeigelaufen und ich hatte noch diese komische Maske an, war voll verwirrt und irgendwie irritiert, weil halt hinter der Bühne komplett schwarz ist und man halt kaum was sehen kann. Und dann noch mit der Maske on top, man halt gar nichts mehr sieht. Und bin noch an ihr vorbei und war so, Girl, I'm gonna win this one. Well, I didn't, but she did. So, it's fine. Es sei ihr gegönnt. Solange der Win nach Team NRW geht, I'm happy with it, girl. So, on that note, das war eine sehr schöne Episode. I really liked it. Es war sehr wild, sehr durch irgendwie angesprochen. Schöne Dinge angesprochen worden. Schöne Dinge angesprochen worden. und jetzt reicht es dann auch. Es ist nur eins, zwei, drei. Thank you. See you. Adios. Dreck an der Oberlippe. Warte. Ja, so. Bye bye. See you.